Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zum Städtekongress. Ich glaube, ehrlich gesagt, zum ersten Städtekongress der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, dass wir ganz unterschiedliche und interessierte Teilnehmer aus vielen Bereichen haben und dass ich Sie hier in unserem großen, dem größten Fraktionssitzungssaal im Deutschen Bundestag, also im Reichstagsgebäude, begrüßen darf. Ich habe gleich eine traurige Nachricht. Die traurige Nachricht ist, und Sie haben es ja schon zum Teil gehört, es klingelt ab und zu, das ist kein Feueralarm, Sie müssen keine Sorge haben, sondern wir haben zurzeit eine Debatte zur Regierungserklärung der Bundeskanzlerin unter Bezug auf den Europäischen Rat am morgigen Tag. Und der Volker Kauder, der muss dort sein. Der muss dort in der Aussprache für uns als Fraktion sprechen und der bedauert das wirklich zutiefst. Und ich darf Sie ganz, ganz herzlich von Volker Kauder grüßen. Er wäre wirklich gerne hier gewesen. Wir haben heute Vormittag noch ein paar Minuten telefoniert, auch über den Kongress. Und das glaube ich ihm auch. Erstens glaube ich Volker Kauder alles, aber zweitens glaube ich ihm das absolut. Denn der Volker Kauder, als ich mit ihm das erste Mal gesprochen habe, mit anderen Kollegen, wir wollen mal einen Kongress machen zur Lebensqualität, zur Nachhaltigkeit in großen Städten, war Volker Kauder einer der Ersten, der sofort gesagt hat, das müssen wir machen. Das ist ein gutes Thema, das trifft den Nerv der Zeit und das ist ein Punkt, wo wir uns auch als Fraktion kümmern müssen für die Stadtbevölkerung. Und deswegen glaube ich ihm das absolut, dass er wirklich gerne hier gewesen wäre. Und deshalb bitte ich Sie, sein Fehlen heute zu entschuldigen. Aber ich glaube, das Thema, was heute unten im Plenarsaal debattiert wird, ist mindestens genauso wichtig, zumindest wie unser Kongress hier. Ja, meine Damen und Herren, Städten. Städten kommt eine Schlüsselrolle dabei zu, unser Land und unsere Gesellschaft fit zu machen für die Herausforderungen von morgen. Wir haben einen enormen Zuzug in die großen Städte in Deutschland. Mittlerweile lebt fast jeder dritte Mensch in Deutschland in großen Städten. Und die Städte sind, waren, sind und werden auch in Zukunft sein, die Taktgeber unserer Gesellschaft. Denn was heute in den Städten passiert, wird morgen oder übermorgen im ganzen Land passieren. Und deshalb ist es gut, dass wir heute diese Themen, die Herausforderungen von morgen, auch gemeinsam diskutieren. Und ich bin mir sicher, dass hier im Raum jeder diese Einschätzung teilt. Das zeigt auch die starke Nachfrage und die Teilnehmerzahl für diesen Kongress. Die großen Städte in Deutschland erleben im wahrsten Sinne des Wortes eine Renaissance. Starker Zuzug, aber auch die zunehmende Individualisierung in unserer freien Gesellschaft sind deren maßgebliche Ursache. Gleichzeitig verändern ganze Quartiere ihren Charakter. Wir spüren das besonders auch natürlich hier in Berlin, aber gerade mit einer Teilnehmerin dieses Kongresses gesprochen, auch in Hamburg und in anderen Städten verändern sich Quartiere. Nehmen wir das Beispiel in der Tat unserer Hauptstadt hier in Berlin. Der heute so beliebte und teure Prenzlauer Berg war um 1900 mit seinen Mietskasernen eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt und war eigentlich ein Arbeiterquartier. Was den Bezirk Mitte angeht, kann man die Kritik des Architekten Günther Behnisch zum Teil teilen. Behnisch spricht vom Konzept der steinernen Stadt, in der allzu viele Grünflächen versiegelt wurden. Das ist ja auch ein Punkt und darf ganz herzlich unsere Sprecherin für den Bereich Umwelt und Bau auch unter uns begrüßen, die Marie-Louise Dött, warum wir gerade uns als Union-Fraktion für mehr Grün in der Stadt immer wieder einsetzen, für Lebensqualität in der Stadt, für ein Lebensumfeld, wo sich die Menschen wohlfühlen. Wir sagen dann immer ganz bewusst, meine Damen und Herren, unsere Städte brauchen nicht mehr Grüne, aber wohl mehr Grün. Und das wollte ich an dieser Stelle dann doch auch noch mal sagen. Alle Quartiere übergreifend kommt ein Phänomen zum Tragen, dass die benötigte Wohnfläche pro Kopf stark steigt. Das liegt auch am steigenden Anteil von unterschiedlichen Lebensentwürfen in den Städten. Wir haben in Städten
immer mehr Singles, wir haben alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter und demzufolge steigt natürlich auch die Nachfrage nach Wohnungen. Ebenso steigen die Ansprüche der Menschen in den Großstädten, wie zum Beispiel bei der Kultur, beim Nahverkehr, allgemein bei der Mobilität. Viele Menschen genießen die Vorteile der großen Stadt, der großen Städte, aber gleichzeitig steigen auch die Ansprüche der Menschen, was gleiche und gute Lebensbedingungen angeht, im Hinblick auf den ländlichen Raum. Ich sage zum Beispiel saubere Luft, Ruhe, günstigen Wohnraum, mehr Grünflächen und kleine Entfernung zwischen Arbeits- und Wohnplatz. Stichwort die Stadt der kurzen Wege. Die Politik sieht sich also mit hohen Ansprüchen der städtischen Bürger konfrontiert. Und sie muss in diesem Umfeld die Balance halten, was nicht immer, muss man sagen, ganz so einfach ist. Denn eine Stadt ist eben kein Biotop, aber auch kein Raum für Totalversiegelung. Wir stehen also vor der Aufgabe, dem allen Rechnung zu tragen. Auch Stadtplanung und Politik für die Städte beginnt in der Tat mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Wir brauchen eine Stadtpolitik, die Maß und Mitte hält und sich dabei übrigens auch nicht von privilegierten Gruppen kapern lässt. Ohne gute Infrastruktur gibt es gerade auch in den großen Städten keine Zukunft. Dies gilt besonders für notwendige Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel Stuttgart 21. Leben im städtischen Raum bedeutet auch, dass die Bürger mit Veränderungen leben müssen. Stadtluft macht nicht zwingend freier. Manchmal kann das konzentrierte Miteinander auch Belastungen mit sich bringen. Unsere Städte sind wie auch der ländliche Raum keine Freilichtmuseen. Sie unterliegen einem permanenten Wandel. Städte, die da ins Hintertreffen geraten, bleiben stehen und erleiden Wettbewerbsnachteile. Eine bittere Erfahrung, die noch immer zum Beispiel manche Städte gerade im Ruhrgebiet machen. Deutschland hat strukturelle Vorteile, gerade was große Städte angeht. Im föderal geprägten Deutschland sind wir in einer vergleichsweise günstigen Situation. Wir haben eben nicht nur Berlin, sondern wir haben viele attraktive Zentren wie Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München, Leipzig und auch Dresden. Wer Megastädte wie Tokio, New York, London, Paris kennt, gar Städte in der dritten Welt wie New Delhi oder Jakarta, der weiß, mit welchem Stress sich dort viele Menschen konfrontiert sehen. Berlin zum Beispiel ist Gott sei Dank nicht das geworden, was bereits 1913 geplant war, nämlich eine Stadt mit bis zu 20 Millionen Einwohnern, sondern ist eine lebenswerte Stadt geblieben. Gerade in der international vergleichsweise geringen Größe unserer Städte liegt aber auch unsere Chance, lebenswerte Städte zu schaffen und auch lebenswerte Städte weiterzuentwickeln. Und die Ausgangslage für eine gute Politik in den großen Städten ist günstig. Und das wird so bleiben, wenn wir uns diesen Aufgaben nachhaltig stellen. Wir dürfen angesichts globaler Megatrends wie zum Beispiel der Digitalisierung nicht kapitulieren, sondern sollten Freude am Neuen haben. Die Horrorszenarien mancher Zukunftsforscher haben sich fast immer, meine Damen und Herren, als falsch erwiesen. Ein heute amüsantes Beispiel: 1898 fand die erste internationale Stadtplanerkonferenz in New York statt. Tagesordnungspunkt Nummer 1 war Pferdemist. Die Londoner Times schätzte kurz vorher übrigens, London würde im Jahr 1950 unter einer 3 Meter hohen Schicht Pferdemist ersticken. Und dann wurde das Automobil erfunden. Es löste diese Probleme bald, brachte aber natürlich wieder neue Fragen für die Stadtplanung mit sich. Dies lehrt uns eins: Wir sollten mit Vertrauen in die Zukunft sehen und uns auf das Kommende und auf Innovationen freuen, die wir alle, wie zum Beispiel das selbstfahrende Auto oder das vernetzte Zuhause, in der Zukunft in unseren Städten erleben werden. Wer meint, früher war alles besser,
der sollte nur einmal die Lebenssituation in einer heutigen Großstadt mit derjenigen der Frühindustrialisierung vergleichen. Lassen Sie uns also gemeinsam dafür sorgen, dass wir auch morgen, wenn wir auf heute zurückblicken, sagen können, dass sich die Lebensverhältnisse in unseren großen Städten verbessert haben. Damit Deutschland stark bleibt, müssen auch unsere Städte stark bleiben. Und daran wollen wir heute gemeinsam arbeiten. Hierfür haben wir ausgewiesene Experten aus den verschiedensten Sachgebieten gewinnen können, aus Ministerien, aus der Verwaltung, aus Unternehmen, aus Verbänden, aus Wissenschaft und aus Bürgerinitiativen. Und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Wenn ich Sie jetzt alle namentlich aufrufen würde, dann würde das absolut meinen zeitlichen Rahmen sprengen. Und wir wollen spätestens um 18.30 Uhr fertig sein. Deswegen alle, die heute mitdiskutieren, ihren Beitrag dazu leisten, darf ich ganz herzlich begrüßen. Besonders freue ich mich aber, und den will ich dann doch namentlich begrüßen, dass es gelungen ist, mit Professor Eckhard Hertsch, dem Vorstand der Johannes-Stiftung und ehemaligen Leiter der Geschäftsstelle Nationale Plattform Zukunftsstadt der Bundesregierung, einen Generalisten für die Keynote gewinnen, dass wir einen solchen Generalisten gewinnen konnten, der vielleicht so gut wie kein zweiter in komprimierter Form ein breites Panorama städtischer Herausforderungen abstecken kann. Herr Professor Hertsch, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr nachher auf Ihre Keynote. Ja, meine Damen und Herren, das alles sind beste Voraussetzungen, um heute erfolgreich zu beraten. Der Verhandlungsverlauf in den 4 Fachpodien wird in Echtzeit visuell dokumentiert. Bei der Schlussberatung werden wir dann die Inhalte und Ergebnisse unserer Beratung als ein großes visuelles Verlaufsprotokoll präsentiert bekommen. Ich bin darauf sehr gespannt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe mir das vorhin mal angeguckt und bin sehr gespannt auf Ihre Ergebnisse, die wir wohl produzieren, Sie aber nur festhalten. Auch Ihnen herzliches Dankeschön. Wir sind da alle gespannt drauf. Eine gute Zukunft für unsere Städte, das ist der Unionsfraktion, meine Damen und Herren, besonders wichtig. Und ich danke, Volker Kauder habe ich schon gedankt, dass er sofort gesagt hat, da mache ich mit. Ich danke aber vor allem den zahlreichen Mitgliedern unserer Fraktion, die jetzt auch eingetroffen sind, aber meine Damen und Herren, vor allen Dingen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Fraktion, die im Vorfeld mit großem Engagement zum Gelingen dieses Kongresses beigetragen haben. Ohne diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre so vieles nicht möglich, weder bei mir in meinem Büro noch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Von daher ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Sie alle, die daran so toll und engagiert mitgewirkt haben. Die herausgehobene Wertschätzung, die habe ich schon betont, die hat uns Volker Kauder gegeben, auch wenn er jetzt leider bei der Bundeskanzlerin zuhören muss und sie verteidigen muss und unterstützen muss. Nichtsdestotrotz wird das keinen Abbruch tun, meine Damen und Herren. Ich freue mich jetzt, wie gesagt, sehr, Ihnen, Herr Professor Hertsch, das Wort zu geben. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Worte. Wir werden uns danach zusammenfinden in 4 Podien, 4 unterschiedliche Diskussionspodien. Ich werde dann noch mal abfragen, wer an welchem teilnehmen wird. Das sind ja 2 Tagen jeweils parallel. Und ich würde Sie bitten, sofern es Ihre Zeit erlaubt, wirklich bis zum Schluss dabei zu bleiben, weil ich glaube, dass das Zusammentragen der Ergebnisse am Ende bestimmt für uns alle ganz spannend wird. Und für mich ist auch wichtig, dass Sie dann auch noch mal die Ergebnisse sehen, weil mir auch wichtig ist, dass wir das, was wir heute diskutieren, nach Möglichkeit auch in unsere parlamentarischen Beratungen mit einbeziehen, dass wir nicht nur sagen können, am Ende des Abends, wir haben mal drüber gesprochen, sondern dass Sie dann auch irgendwann spüren, wir haben in dieser Diskussion was erreicht für die Menschen in den Städten, für die Stadtbevölkerung, für mehr Lebensqualität und für mehr Nachhaltigkeit in unseren Städten. Seien Sie mir nochmal herzlich willkommen und jetzt hat Herr Professor Hertsch das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
Herzlichen Dank, Herr Wegner, für diese sehr netten, einleitenden Worte. Man bekommt so eine Einladung nicht alle Tage, deshalb freue ich mich ganz besonders, heute bei Ihnen zu sein und Ihnen zu meinem Lieblingsthema etwas berichten zu dürfen. Ich habe 20 Minuten Zeit. Sie müssen mir zuhören. Das ist schön, in der Familie werde ich immer unterbrochen, ich werde es genießen. Abfolge habe ich mir so überlegt, dass wir erstmal so aktuelle Themen ansprechen, wobei das natürlich schwierig ist, weil Treiber letztendlich gleich eine Veränderung und eine Entwicklung in sich birgt. Ich dachte mir, es wäre für Sie vielleicht auch interessant, mal ganz kurz in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und Umsetzungsaktivitäten reinzuschauen, einen Einblick hier zu bekommen und natürlich Trends und Perspektiven Ihnen noch aufzuzeigen. Wir sind bei dem Thema Stadt in einem extrem schnellen Prozess, sodass auch diese Themen sich sehr überschneiden und in manchen Themenbereichen Entwicklungen sehr viel schneller voranschreiten als in anderen Bereichen. Ich versuche trotzdem, so diese Strukturierung so ein bisschen zu übernehmen. Fangen wir mit dem ersten an, Stadtentwicklung aktuell. Auch wenn Sie dieses Thema Klima schon kennen, habe ich es ganz absichtlich an den Anfang gestellt, weil das etwas im Moment in den Hintergrund gerät, aufgrund natürlich dieses Themas der Flüchtlinge. Es ist dennoch ein ganz großes Thema, weil es ja um unsere Lebensgrundlage geht und weil es auch, wenn wir da nicht rechtzeitig darauf achten, noch ganz andere Flüchtlingsströme in Gang bringen wird. Von dem Übergeordneten in das etwas Kleinere, in das Maßstäblichere, geht es darum zu sagen, was stört denn verschiedene Bevölkerungsschichten schon in den bisherigen Städten und den derzeitigen Städten ganz aktuell. Links, rechts unten sehen Sie, Stuttgart hatte vor kurzem im Januar diesen Jahres die Bitte geäußert, dass doch die Autos stehen bleiben, weil die Werte einfach so nach oben geschnellt sind, dass man das für nötig erachtet hat, dies zu tun. Wir haben als weiteres Thema Energie- und klimapolitische Ziele, die von der EU kommen. Das sind alles sehr hehre Ziele, die wir auch erreichen müssen und sollen. Wie Sie sehen, 80% der Treibhausgase bis 2050 sollen erreicht werden, 50% des Energieverbrauches soll reduziert werden, der Gebäudeheizbedarf soll um 80% reduziert werden und so weiter und so fort. Also die Energieeffizienz ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Nutzung der regenerativen Energien ein umso bedeutungsvoller, damit wir dieses Szenario der Emissionen letztendlich auch irgendwo erreichen können. Klammer auf, das war letztendlich mein Punkt, weshalb ich mich bemüßigt gefühlt habe, eine Doktorarbeit zu machen, weil es vor 25 Jahren diese Zahl gab, 24 Milliarden Tonnen Kohlendioxidausstoß. Und ich mir überlegt habe, beziehungsweise ich versucht habe, mir vorzustellen, welches Volumen man braucht, um eine Tonne Gas eigentlich zustande zu bekommen. Und das hat schon meine damals junge Vorstellungskraft eines jungen Architekten doch schon an die Kapazitätsgrenzen getrieben. Also das ist immer noch ein ganz aktuelles Thema und wie wir auch erkennen können, sind die CO2-Werte eigentlich eher gestiegen als gesunken. Sodass auch hier ein ganz konkreter Handlungsbedarf ist und einfach nochmal als Thema genannt werden muss. Ganz aktuell natürlich das Thema Demografie. Ich glaube, alle hier, die anwesend sind, wissen, was ich damit meine. Wir haben unterschiedliche Bevölkerungsschichten und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die in Städten unterschiedliche Spannungen, unterschiedliche Entwicklungen forcieren. Das sind nicht nur die Entwicklung zu immer mehr Singles, sondern auch die Entwicklung zu immer mehr älteren Menschen. Sie sehen es so ein bisschen an den Tabellen, die ich Ihnen auch mitgebracht habe, dass die Entwicklung von den über 65-Jährigen und über 85-Jährigen deutlich zunimmt, nach unten steigende Jahrzahl. Da können Sie sehen, wie stark das zunimmt. Sodass wir natürlich auch in den Wohnformen und in den Grundrissen und in den Stadtentwicklungsprozessen das entsprechend einarbeiten sollten. Dann natürlich die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen ist ein ganz wichtiges Thema, dem wir uns auch in der Johannes-Stiftung widmen. Ist deshalb wichtig, weil man es, glaube ich, nicht so singulär betrachten darf. Das Integrationsthema, eine Integration, wie auch ältere Menschen integriert werden müssen, jüngere integriert werden müssen, müssen auch andere Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen integriert werden. Das führt natürlich dazu, dass Bildung und soziale Integration eines von den Hotspots ist, sage ich mal,
die wir im Moment in der Stadtentwicklung betrachten können. Die auch natürlich den Bereich der Immobilienwirtschaft stark verändern. Den Druck der Immobilienwirtschaft sehen Sie nicht nur auf der Bautech, den sehen Sie überall, wo man sich auch überlegt, wie kann man den Forderungen nach den Zahlen von Wohnungen in den kommenden Jahren überhaupt industriell nachkommen, alleine von der Machbarkeit. Dazu gibt es nicht nur die Tendenz, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, sondern dass diese älteren Menschen auch immer geringere Rentenzahlungen zu erwarten haben. Entgegengesetzt jedoch dummerweise, die Baupreise steigen. Das heißt, diese Schere wird auch zu sozialen Spannungen natürlich führen und führt auch dazu, dass wir flexibler bauen müssen, flexibler vielleicht auch in der Stadtentwicklungspolitik auf solche Strömungen reagieren können sollten. Alle heute errichteten Gebäude, wenn wir den Bereich Immobilienwirtschaft betrachten, schreiben, und das ist auch enorm wichtig, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, für die nächsten 50 Jahre die Wirtschaftskosten dieses Gebäudes fest und damit natürlich auch die Vulnerabilität der Personen, die darin wohnen und leben und arbeiten, hinsichtlich der Energiepreise. Das heißt, es ist eine enorme nicht nur ein enormer Druck auf der Immobilienwirtschaft, sondern natürlich auch ein ganz großes Bewusstsein, dass im Grunde genommen Planer, Stadtentwickler und andere Beteiligte hier an den Tag legen müssen. Thema Energie ist ein ganz wichtiges natürlich. Sie sehen dieses Bild, es zeigt ein Photovoltaikdach, also ein Dach mit stromerzeugenden Elementen aus Solarkraft. Bei der Entwicklung dieser Elemente hätte man eigentlich als Energieunternehmen sagen müssen, Mensch, wir müssen umdenken, denn im Grunde genommen wird jeder, der sich so etwas auf das Dach schrauben kann, zu einem sogenannten Prosumer. Einer, der selber entwickelt, einer, der selber Energie erzeugt. Das führt im Moment dazu, dass die Energieinfrastruktur in sehr großem Umbruch ist. Die französischen Energieunternehmen haben sehr, sehr früh darauf reagiert. Sind jetzt führend in der Situation, nicht nur maßgebliche Forschungs- und Umsetzungsaktivitäten zu begleiten, sondern treiben auch die dezentrale Energieversorgung sehr stark an. Wir haben einen unglaublichen Investitionsstau im Bereich der Energieinfrastruktur, nicht nur der Energieinfrastruktur, sondern in der Infrastrukturbereich generell. Die Zahlen schwanken hier. Ich habe Ihnen eine Zahl mitgebracht, vor kurzem, vor zwei Wochen in der Süddeutschen Zeitung gewesen, 90 Milliarden Euro Investitionsstau. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, vor allem in Bezug auf die neuen Anforderungen. Wenn Sie sich überlegen, dass, bleiben wir kurz bei der Energieinfrastruktur, ein Ausbau derselbigen unter den sich ständig ändernden und sehr schnell verändernden Energieinfrastruktur und der Energiebedürfnisse sich darauf abstimmen muss, wird es extrem schwierig, hier eine vernünftige Planung hinzubekommen. Die Energieinfrastrukturen werden durch die Technologien beeinflusst. Das wissen wir nicht nur durch die Photovoltaik, durch die Solarthermie, durch regenerative andere Energien, die letztendlich dazu führen, dass man auch sogar Plus-Energiehäuser bauen kann, aber auf jeden Fall Niedrigs-Energiehäuser dazu führen, dass der Bedarf natürlich sehr stark sinken wird, erstmal an Energie. Was im Bereich Energieeffizienz möglich ist, das habe ich Ihnen in der kleinen Abbildung rechts unten mitgebracht. Da sehen Sie an den roten Balken einfach nur im Verhältnis zu den grünen, dass Sie ungefähr ein Reduzierungspotenzial von 70% haben, was den Energiebedarf bei Sanierung anbelangt. Im Bereich Mobilität, auch ein enorm wichtiger Bereich natürlich, der zum Beispiel auch energetisch durch Energieüberschüsse gespeist werden kann und dann natürlich entsprechend die Mobilität regenerativ fördert. Klammer auf, aber auch hier bitte nicht zu vergessen, dass Elektromobile erstmal den Strombedarf anheben lassen werden, aber die Emissionen reduzieren werden. Geht es darum, natürlich auch in der Stadtentwicklung und auch in den Städten zu überlegen, wie kommt man denn mit den neuen Mobilitätsformen zurecht? Sind die Wegesysteme noch so eigentlich adäquat im Hinblick auf zum Beispiel die Person, die rechts im unteren Bereich mit diesem wie auch immer gearteten Vehikel von A nach B kommt?
Das sind ganz neue Wege, ganz neue Bereiche, die auch dadurch einen unglaublichen Entwicklungsschub erhalten, weil sich auch die großen Automobilhersteller immer mehr als Mobilitätsdienstleister verstehen, weil sie natürlich auch merken, dass gerade junge Menschen ganz im Gegenteil zu einer Immobilie nicht unbedingt ein Auto besitzen müssen. Das finde ich sehr interessant, also die ganzen Carsharing-Modelle sind die, die ich natürlich hier damit anspreche. Also Sie sehen, die Entwicklungen, die wir hier zu verzeichnen haben, beziehungsweise die Themen, die uns im Moment beschäftigen, sind vielfältig, können gar nicht vielfältiger sein. Vom Klima bis hin zum Fokus auf veränderbare Bevölkerungsgruppen und günstigem Wohnen, Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen und dergleichen mehr. Zum zweiten Punkt, Forschungsumsetzungsaktivitäten, vielleicht etwas, was Sie interessieren könnte, weil die EU auch hier sehr stark voranschreitet mit bestimmten Aktivitäten, einem sogenannten EIPSCC. Das ist im Grunde genommen ein Marktplatz, an dem sich sehr, sehr viele treffen können, vielleicht auch für Sie von Interesse, European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, nennt sich das auf Englisch. Hier können Sie gerne unter der Homepage mal nachschauen. Den Inhalt, den ich koordinieren darf, von den 6 Action-Clustern, die ich Ihnen hier aufgezählt habe, zeigen auch, dass diese ganzen Themen, die ich schon angesprochen habe, aufgenommen werden. Hier muss man sagen, dass über 370 Commitments eingegangen sind bei dem Call mit 4.000 Teilnehmern aus 32 Ländern. Also eigentlich ein enormer Wissenspool auch dadurch entsteht. Wissenspool alleine deshalb, weil Sie natürlich auch mal nachgucken können, wer sich durch die Suchmaschine, die auch online ist, mit einem bestimmten Thema auch schon auseinandergesetzt hat, um eben auch zu vermeiden, dass Fehler nochmal gemacht werden. Genauso ist ja zu verzeichnen, dass in unterschiedlichen Städten Insellösungen entwickelt werden und es hier interessant ist und vielleicht auch da interessant für Sie, auf einer solchen Plattform mal nachzuschauen, ob es für diese Insellösungen nicht auch Replikationsmöglichkeiten gibt, auch Beförderungsmöglichkeiten gibt, etc. Aus diesen 6 Action-Clustern sind derzeit 12 Initiativen entstanden, die in unterschiedlichen Bereichen sind, im Bereich Elektromobilität, im Bereich von neuen Mobilitätsangeboten, im Bereich von Leuchtlaternen, LED-beleuchteten Laternen und dergleichen mehr. Da gibt es also sehr, sehr viel. Ein weiteres interessantes Medium ist dieses Six Nations Forum. Das ist deshalb interessant, vielleicht auch für Sie als Politiker, mal zu schauen, was machen denn andere Länder. Das sind jetzt diese Abkürzungen, die Sie hier oben rechts sehen, UK, Deutschland, Frankreich, Spanien, Österreich und Niederlande, was in unterschiedlichen Ebenen eben passiert, wo man auch dann eben ganz gut vergleichen kann, was macht Frankreich auf der Umsetzungsebene, was macht Frankreich auf der programmatischen Ebene und so weiter und wie kommt das an und da vielleicht auch ein Know-how-Ausgleich zu haben. Deutschland selbst hat ja gerade das Jahr, das Wissenschaftsjahr Zukunftsstadt mehr oder weniger jetzt dann hinter sich gebracht. Das wissen Sie. Es gibt am 22. und 23. Februar die Veranstaltung Wege in die Zukunft statt, die Sie vielleicht auch interessieren kann. Wichtig bei den ganzen Diskussionen, die wir auch hatten, damals in der nationalen Plattform Zukunft statt, ist, dass man festgestellt hat, dass die ganzen sozialen Faktoren natürlich eine unglaublich treibende Kraft darstellen können, unglaublich wichtig sind und die auch letztendlich die Anwendung von Technologien zum Teil wirklich entscheiden können oder mitentscheiden können. Wichtig dabei ist, dass es bei dem Maßstab, dass man diesen Maßstab nicht vergisst. Wir reden von kleinem Maßstab bis hin zu ganz großem Maßstab, von einer ganz großen Stadt. Deshalb ist der Quartiersmaßstab so unglaublich wichtig, weil man im Quartiersmaßstab auch mit Technologien mal Dinge ausprobieren kann, die eben man noch nicht vielleicht im ganzheitlichen Stadtmaßstab schon ausprobieren will. Von daher gibt es unterschiedliche Real Labs, wie man das im Neudeutsch oder Neuenglisch sagt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die Sie hier sehen können, aber genauso natürlich auch diese soziotechnischen Reallabore, die natürlich dann die aktuellen Quartiersentwicklungen entsprechend unterstützen. Ganz kurz eine Minute, das sei mir hoffentlich gestattet. Das, was die Johannes-Stiftung macht, ist nämlich genau in diesem Bereich. Es ist eine aus der mobilen Wirtschaft kommende, gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung.
mit dem Stifter Herrn Ziegert von Ziegert Bank Immobilien Consulting, die sich das Ziel gesetzt hat, das Wissen zusammen zu sammeln, um eben Stadtprojekte sozialökonomisch und sozialökonomisch mit zu begleiten und die Erkenntnisse sozusagen dann natürlich auch der Öffentlichkeit dann preiszugeben. Und das bezieht sich auf integrierte Quartierskonzepte und natürlich das Thema günstiges Wohnen. Also die Forschungs- und Umsetzungsaktivitäten, Sie sehen es, da werden Kooperationen forciert, weil man immer wieder feststellt, dass viele doch an den gleichen Fragestellungen arbeiten und man sich dadurch natürlich auch erhofft, wenn man sich miteinander vernetzt, dass man, wie gesagt, nicht die gleichen Fehler nochmal macht, sondern eben daraus lernt und hier einen unglaublichen Schub auch in der Entwicklung natürlich vorantreiben kann, indem man die Aktivitäten bündelt und auch natürlich länderübergreifenden Allianzen schaffen kann. Des Weiteren natürlich, jetzt kommen wir zu den Trends und Perspektiven. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich in der Zeit liege. Wir haben einen Bedarf an verknüpften regulativen Weisungen, so möchte ich mal sagen. Wir haben so unterschiedliche Flächennutzungspläne, Stadtentwicklungspläne, Klimapläne und dergleichen mehr. Und man stellt immer wieder fest, dass entweder die einen die anderen nicht ganz berücksichtigen und will nicht unbedingt sagen, dass es überall hakt, sondern ich glaube, es ist wichtig zu schauen, wo kann man sinnvoll ergänzen, wo kann man sinnvoll überschneiden. Also dieses sektorübergreifende Denken, was man in unterschiedlichen Weisungen, sei es auch in Standards hat, sich das genau anzuschauen, weil ich glaube, dass wir ohne Standards nicht weiter vorankommen, aber dass man schauen muss, wo hier die Schnittstellen besser abzubilden sind. Das sollte sich auch in der Governance-Struktur einer Stadt wiederfinden. Das sieht man eigentlich ganz schön an Freiburg, einer Stadt, die sehr, sehr früh, ich glaube 1972, mit einem Nachhaltigkeitsrat begonnen hat und das jetzt sehr stark implementiert hat, diese ganzen Nachhaltigkeitsgedanken. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass man innerhalb der Verwaltungsstrukturen Cluster bildet oder übergreifende Strukturen bildet. In New York wurde vor einem Dreivierteljahr eine ganz neue Stelle dazu geschaffen. Eine Dame, die die Funktion eines CTOs hat und das große Vergnügen hat, über 70 Verwaltungsstränge miteinander zu koordinieren. Also ein wirklich schönes Unterfangen, denke ich mal, hier entsprechende abstimmungsregulative Rahmenbedingungen zu verbessern. Dann habe ich hier unten noch rechts reingeschrieben, Zielwertdefinitionen vor Technologievorschriften. Was will ich damit sagen? Manchmal halte ich es für besser, nicht unbedingt Einzeltechnologien zu forcieren, Klammer auf Dämmung, sondern vielleicht zu sagen, wo ist denn das Ziel, wo wollen wir denn hinkommen? Und dann zu schauen in den jeweiligen Rahmenbedingungen, die in der Stadt zu unterschiedlichen Städten ganz unterschiedlich sein können, auch alleine die Stadtquartiere sehr unterschiedlich ausgebildet sind, dann zu schauen, wie ich zu diesen Zielwerten komme. Das vielleicht als Anregung meinerseits. Wohnformen, ich hatte es schon eingangs kurz angesprochen, Anpassung an neue Lebensformen, da gibt es unterschiedliche Formen. Wir hatten vor kurzem in der Stiftung Personen da, die gesagt haben, wir suchen jetzt schon, Klammer auf, im holden Alter von 60, eine Form des Zusammenlebens und wollen gerne gemeinschaftlich zusammenleben. Und auf die Frage hin, welchen Raum und welche Größe des Raumes Sie denn eigentlich für sich in Anspruch nehmen würden wollen, kam die Antwort 30 Quadratmeter. Alles andere kann gemeinschaftlich genutzt werden. Fängt bei der Küche an und hört bei anderen Funktionen auf. Das bedeutet natürlich ganz klar, dass wir hier flexible und anpassungsfähige Räume brauchen. Vor allem, wenn wir das noch weiterdenken und sagen, wie ist es denn dann, wenn jemand hilfebedürftig wird und vielleicht einen Pflegedienst hinzuschalten will, gibt es die Möglichkeit, eine doch fremde Person irgendwo unterzubringen, etc. und dergleichen mehr. Also Sie sehen, Stadtentwicklung geht manchmal von einem sehr, sehr kleinteiligen Element aus, was dann natürlich in der Größe dann eine ganz andere Entwicklung hat. Das, denke ich mal, hat auch etwas von damit zu tun, dass man Spannungen frühzeitig vermeidet, indem man dann wiederum Silos letztendlich vermeidet. Gebäude, Energie, Mobilität, jetzt nehme ich gleich drei so große Themen zusammen. Warum das? Weil ich auch glaube, dass sich hier vieles miteinander verschmelzen wird. Die Gebäude, ich hatte es eben schon erwähnt, Effizienzgrade und Reduzierungspotenziale des Energieverbrauchs von 70%.
plus noch regenerative Energiequellen, wenn wir es gut machen in bestimmten Bereichen, mit Sicherheit nicht alle, vor allem nicht in historischen Gebäuden, kommen wir vielleicht sogar zu einem Energieüberschuss. Wie speisen wir den ein? Regenerativ wird es ohnehin immer eine Mischung sein. Ich bin nicht ein Freund davon, dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Es wird dann nur der Strom sein, es wird nur das sein. Ich glaube, es wird ein gesundes Mix geben, dass auch das kommt mit den Rahmenbedingungen, die man vorfindet. Wind an der Küste, vielleicht nicht ganz so in den Bergen und dergleichen mehr. Also es gibt Biomasse, es gibt Solar, Geothermie und dergleichen mehr, Wasserkraft. Und da kann man, glaube ich, einiges machen. Und diese Energie wird dann zwischengespeichert in Batterien, kann man die dann für die Mobilität nutzen. Also da wird sehr, sehr viel auf uns zukommen. Ich glaube, es werden hybride Systeme werden, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und da müssen wir natürlich dann auch die entsprechenden Mess- und Regulationssysteme dafür finden. Integrative Quartierskonzepte ist ein weiterer Punkt, der letztendlich der Verknüpfung von Gebäude, Energie und Mobilität folgt. Wir sehen es jetzt ganz aktuell bei einem Projekt, was wir durchführen für eine Wohnungsbaugesellschaft, wo wir nicht nur ein Energiekonzept, ein Mobilitätskonzept, sondern auch ein Konzept zur sozialen Integration in diesem Quartier vorsehen, was aus 400 Wohneinheiten und einer Kita und ähnlichen Dingen besteht. Wobei es darum geht, aufzusetzen auf einer Datenplattform, die letztendlich die Verknüpfung bildet von den unterschiedlichen Nutzeranforderungen. Zum einen natürlich auch die Möglichkeit bietet, in Echtzeit das abzubilden, was gerade verbraucht wird. Das ist ganz enorm wichtig, gerade wenn wir über günstiges Wohnen sprechen und Personengruppen sprechen, für die eine Jahresnachzahlung durch einen hohen Energieverbrauch dann schon eine Belastung sein kann, finanzieller Natur. Und wenn man beim Smart Metering das eigentlich in Echtzeit absehen kann, ich schon sehr viel früher erkennen kann und sehr viel früher eingreifen kann in den Verbrauch, um das entsprechend zu verhindern. Also auch eine soziale Komponente ist hier zu sehen bei dem Einsatz von Technologie. Und auch natürlich, wenn Sie an ein Quartier denken und eine Quartiersentwicklung, dann zu überlegen, wie man die Gemeinschaftsbildung auch forcieren kann durch solche Technologien und dass man letztendlich vom Online zu Offline kommt und sich häufiger treffen kann durch bestimmte Plattformen. Das ist das, was wir gerade forcieren. Also diese einzelnen Bestandteile, die Sie hier sehen, werden letztendlich durch die digitalen Medien, durch die digitale Welt miteinander vernetzt. Auch hier gibt es natürlich, das kennen Sie, glaube ich, auch enorm viele Bereiche, die es hier zu diskutieren gibt. Sollte ja ein Impulsvortrag werden, deshalb versuche ich hier, Sie merken es, Impulse zu geben. Da sind Themen wie Privatsphäre, Sicherheit, Nutzung der Möglichkeiten natürlich zur Vernetzung, die ich gerade eben schon angesprochen habe mit dem Smart Metering, extrem wichtig. Wichtig erscheint mir aber auch nochmal auf die Abbildung rechts unten einzugehen, die wir bei der Digitalisierung immer mitdenken müssen. Die Innovationszyklen sich anzuschauen. Die Innovationszyklen sind enorm schnell, enorm eng im Bereich Digitalisierung, IT und sie sind eben enorm langsam im Bereich der Infrastrukturen. Und wie können wir das miteinander sinnvoll verknüpfen? Wo gibt es da Möglichkeiten zu sagen, jetzt macht es Sinn, bestimmte anderen Technologien einzusetzen und wie kann man es hinbekommen, dass die uns nicht andere Möglichkeiten sozusagen dann verbauen? Also ich glaube, da wird die Spannung auf offene Systeme oder der Fokus auf offene Systeme liegen und auf modulare Systeme als auf eine gesamte große Lösung. Sie sehen bei den Trends und Perspektiven, die sektorübergreifende Governance für integrierte Stadtentwicklung ist von enormer Bedeutung, dass schon früh eben in der Governance-Struktur an das Verknüpfen von den unterschiedlichen Themen Energie, Mobilität, Gebäude, Immobilienwirtschaft, etc. gedacht wird. Die WOM-Formen richten sich irgendwo auch nach den demografischen Veränderungen, die ich Ihnen dargelegt habe. Und natürlich auch die Tatsache, dass wir diese Wohnformen, die ja letztendlich auf sozialen und kulturellen Hintergründen sich beruhen, dass wir die mitdenken. Denn sie werden kommen. Genauso wie es immer mehr Moscheen gab, ob man das so wollte oder nicht, ist einfach eine Folge davon, dass wir bestimmte kulturelle Gruppen hier in unser Land lassen. Das sollte man natürlich entsprechend mitdenken und die Möglichkeiten der Entfaltung, denke ich, sollte man geben, wenn man Integration auch nicht nur sagen, sondern auch leben und danach handeln möchte.
Das beginnt schon bei der akteursübergreifenden Zusammenarbeit. Deshalb finde ich es schön, dass man sozusagen jetzt diese unterschiedlichen Podiumsdiskussionen hat. Vielleicht kann man das dann auch noch dann wieder zusammenführen und da eben diese Überschneidung nochmal entsprechend widerspiegeln. Der Fokus ist, wie ich finde, nochmal ganz abschließend der Mensch. Der Mensch bestimmt in seinen Werten, ob er so leben will oder so oder vielleicht so, wie das der Architekt Vincent Callot sich mal ausgemalt hat oder simuliert hat. Wie dem auch immer sei, unsere Werte bestimmen uns und unsere Werte bestimmen unser Handeln und das spiegelt unser Bewusstsein wider. Und das wird sich auch in der Stadtentwicklung widerspiegeln und es wird sich auch in den Podiumsdiskussionen, in den anschließenden widerspiegeln. Von daher lassen Sie uns unsere Lebensräume gemeinsam neu gestalten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Professor Hertsch, herzlichen Dank. In der Tat, Impuls, viele Fragen, aber wie ich finde auch schöne Perspektiven, die Sie ja auch aufgezählt haben, was die Städte angeht. Und ich bin froh, dass es dann mal nicht von einem Politiker kam, den Mensch in den Mittelpunkt zu nehmen. Ich glaube, in der Tat, wahrscheinlich ganz insbesondere, auch in Städten muss das Maßstab sein. Was mir sehr gut gefallen hat, aber wir wollen ja darüber auch gleich diskutieren, ist wirklich Ihr Ansatz, auch Mut zu Veränderungen zu haben. Ich glaube, wir müssen in vielen Bereichen in Städten andere Wege gehen. Lassen Sie mich vielleicht ein Beispiel nennen. Wir diskutieren ja gleich über Wohnungspolitik, aber wir haben zum Beispiel hier in Berlin eine wunderschöne große Fläche, die mal ein Flughafen war, Flughafen Tempelhof. Und da gab es Pläne seitens des Senats, Wohnungsbau zu organisieren. Das wurde ja leider von der Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner anders gesehen. Ich glaube aber, dass die Berlinerinnen und Berliner gar nicht dagegen waren, dort Wohnungsbau entstehen zu lassen. Ich glaube, die waren einfach dagegen in der Art und Weise, wie es dort passieren sollte. Ich glaube, wenn man eine Vision vermittelt hätte, wie man Grün dort behalten will, wie man eine nachhaltige Stadt dort errichten will, vielleicht sogar die Zukunftsstadt, als Modellprojekt, ich glaube, dann wäre dieser Volksentscheid anders ausgegangen. Aber einfach nur mit Rezepten, ja, ein Stück weit der Vergangenheit, dort was zu errichten, was in der Tat irgendwie aus der Zeit gekommen ist oder für die Vergangenheit steht, da haben die Menschen ein feines Gespür, glaube ich, mittlerweile. Und man muss dann Menschen auch mitnehmen und sie begeistern. Und diese Chance hat man leider vertan, aber so ist es. Auch neue Wege der Mobilität, Herr Professor Hertsch, Sie haben die angesprochen. Ich finde es übrigens immer ganz spannend, wenn ich, mittlerweile kann ich das ja auch schon sagen, mit jungen Leuten spreche. Als ich 18 Jahre alt war, da war für mich und meinen Freundinnen und Freunden klar, wir müssen einen Führerschein machen. Und das Schönste ist, wenn die Eltern uns irgendwie unterstützen, ein eigenes Auto zu haben. Wenn ich heute mit 17-, 18-Jährigen rede, dann ist das schon irgendwie, Führerschein wäre nicht schlecht. Aber Auto spielt da kaum noch eine Rolle, weil in der Tat die sogenannte Share-Economy, Tauschwirtschaft, spielt eine immer größere Rolle, gerade bei jungen Leuten. Und hier muss auch gerade, was das Mobilitätsbedürfnis der Menschen angeht, glaube ich, Politik umdenken in vielen Bereichen. Auch das wollen wir ja jetzt gleich diskutieren. Da wir so gut im Zeitplan sind, darf ich vielleicht an dieser Stelle ganz kurz nochmal die Themen der einzelnen Podien vorstellen. In der ersten Runde, wir diskutieren ja immer in zwei Podien parallel. Podium 1 wird sich mit Stadtplanung und Wohnungspolitik als Schlüssel für soziale Durchmischung und lebendige Quartiere beschäftigen. Ich glaube, ein ganz spannendes Thema. Dieses Podium wird in diesem Raum tagen. Parallel wird das Podium 2 Smart City, Smart Grid. Auch da kam ja einiges im Impulsreferat von Herrn Professor Hertsch zum Tragen. Optimierte Vernetzung und intelligente Netze als Rückgrat zukunftsfähiger Städte. Dieses Podium wird in unserem Fraktionsvorstandssaal tagen. Das ist, wenn Sie
diese Tür auf meiner linken Seite, auf Ihrer rechten Seite. Wenn Sie durch diese Tür schreiten, rechts rum und dann gleich wieder links und dort ist das. Können Sie nicht verfehlen. Das Podium wird geleitet von unserem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Digitale Agenda, dem Thomas Jarzombek. Lieber Thomas, und wer ihm nachher folgen will, der folgt einfach dem Herrn Jarzombek. Vielleicht stehst du mal ganz kurz auf, dass dich jeder sieht. So, dann haben wir ja laut Programm auch eine kurze Pause, die wird nicht lange dauern, würde die Podiumsleiter wirklich bitten, sich an die engen zeitlichen Vorgaben zu halten, insbesondere mich ja auch. Wir haben eine Stunde Zeit, Beginn 15.50 Uhr, noch sind wir im Plan, Kai, du musst dich kurz halten. Die Pause ist dann 16.50 Uhr und um 17.10 Uhr geht es dann weiter. Da haben wir das Podium 3, urbane Mobilität, emissionsarm, sicher und multimodal durch die Stadt. Auch dieses Podium wird in diesem Saal tagen und die Leitung wird unser Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur Ulrich Lange übernehmen. Also da muss man in diesem Raum bleiben. Und das Podium 4, Grün in der Stadt, Reintegration der Natur in der bebauten Umwelt als Stützpfeiler nachhaltiger Lebensqualität, das wird moderiert von Marie-Louise Dött, die ich ja schon vorhin erwähnt habe. Und dieses Podium wird dann auch wieder im Fraktionsvorstandssaal stattfinden. So, jetzt steht auf meinem Vorbereitungszettel, dass ich einen Handshake machen darf. Weil wir wollen irgendwie versuchen, dass die Podien gleichermaßen aufgeteilt sind. Und ich habe ja jetzt gerade gesagt, das Podium 1 und 2, was jetzt tagt, einmal Stadtplanung, Wohnungspolitik, einmal Smart City. Ich würde Sie ganz gerne um Ihr Handzeichen bitten, wer bei dem ersten Podium dabei sein will, sprich Stadtplanung und Wohnungspolitik. Wer nimmt an diesem Teil? Das ist eine ganze Menge. Wer nimmt an dem Podium 2 teil, Smart City und Smart Grid? Das ist auch eine Menge. Prima. Ich glaube, das bin ich jetzt beruhigt. Die ersten Wortmeldungen sah so aus, als ob es die breite Mehrheit ist. Stimmt's? Okay. Und wenn wir dann die zweite Runde machen, Podium 3 und 4, urbane Mobilität, Grün in der Stadt, wer würde bei urbaner Mobilität mitmachen in der zweiten Runde? Sehr gut, prima. Und Grün in der Stadt? Auch gut, prima. Das kriegen wir super hin, da haben wir eine gute Aufteilung. Dann würde ich jetzt vorschlagen, gehen wir in der Tat in die Diskussion. Wünsche den einzelnen Podien gute Beratung und vor allem gute Ergebnisse, die wir dann zum Schluss zusammentragen. Vielen Dank.